8 bis 12. Ja, doch, das ist schon besser. Du weg, du dahin. Du mit. Und du auch. Waren das gerade 20 neue Pfeile? Nö, das waren nur, wie ich dich verschossen hatte. Okay, nee, nicht in Nahkampf mit den doofen Würmern. Wir haben zwar genug Schriftrollen momentan, aber... So, und wie habe ich das jetzt eben gemacht? Ich war, glaube ich, etwas tiefer und konnte es deswegen ins Ziel nehmen. Aber hier kann ich nicht tiefer gehen. Also es geht nur in ganz seltenen Fällen, dass man die Sache aus dem Wasser holen kann. Wenn da so eine Stufe drin ist. Na gut, wir schaffen das auch so. Das passt schon. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt das Auge? Und da ist es gerade. Zack. Zack. Au. Zack, zack. Komm schon. Au, okay. Ein grüner Trank weg. Schwarzer Trank, davon haben wir schon ein paar. Jetzt brauchen wir mal ein paar von den billigen Zauberstäben, um an den Platz ranzukommen. Ah, wir haben doch noch ein wenig Platz. Na gut, dann kommst du auch noch mit. Der schwarze Trank war jetzt was? Also wir wussten, dass der goldene jetzt ein Heiltrank war, der peu à peu heilt. Bei dem schwarzen steht nicht essbar dabei. Aber wir haben gerade schön viele Lebenspunkte. Ich glaube, ich trinke ihn einfach mal. Ja, schwarzes Gift. Super, schwarz kann weg. Stirb. Stirb. Ach stimmt, man kann Stäbe hier aufladen. Verbrauchen die dann mehr Ladung? Das muss ich auch demnächst mal testen. So, du kommst auch noch mit. Und dann müssen wir auf die Karte gucken, ob das jetzt schon die Etage war oder ob ich irgendwo was übersehen habe. Karte. Ja, Norden habe ich übersehen, vom Hauptraum aus. Da flitzen wir nochmal schnell hin. Den Pfeil nehmen wir auch wieder mit. Also wir haben jetzt einen Pfeil, super. Also doch wieder nachkämpfen. Aber das passt schon. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Schriftrolle der normalen Heilung, drei oder so der größeren Heilung, noch einen goldenen Trank, ein Steak und überhaupt. Das passt schon. So. 20 Pfeile, sehr schön. Na, hier scheint es echt noch ein bisschen weiter zu gehen. Und ein neuer Helm mit 5 Rüstungsklasse. Unser hat 3, außerdem ist er doofes Leder. So, fehlt nur noch eine Kettenhose mit mehr als 4 Rüstungsklasse. Oh, Falle. Ah, hier ist schon wieder Ende. Sehr gut. Dann müssen wir nicht allzu weit zurücklaufen zum Weg nach unten. 10 Rüstungsklasse hat unsere jetzige auch schon. Können wir ignorieren. Und nochmal 20 Pfeile. Sehr gut. Also besser ausgerüstet sein könnten wir eigentlich fast gar nicht mehr. Wir haben aktuelle Waffen, aktuellen guten Bogen, genug Zauberstäbe, genug Heiltränke. Die Heilungsspruchrollen. Wir haben, glaube ich, noch kein... Oh, wo kommst du denn her? Wir haben, glaube ich, noch keinen Ring, genau, und keine Handschuhe. Und wir sollten mal was essen. So. Also ja, die beiden Slots fehlen noch und vielleicht eine bessere Hose, aber sonst so weit, so gut. Ich würde aber noch ganz gerne ein-, zweimal aufsteigen vor dem übernächsten Level, wo die Skelette kommen könnten. Allein, um ein bisschen mehr Lebenspunkte zu haben. Aber das werde ich mir wohl nicht aussuchen können. So, Ebene 6, immer noch Aquädukte. Zack, 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 zack. Okay, also man sollte mit dem Bogen immer schön lange gedrückt halten, bevor man losschießt. Sonst trifft man erstens nicht und zweitens sieht es einfach nur albern aus. So, die kommen alle wieder mit. So, ein blauer Trank, ein juwelenbesetzter Dolch, der nichts bringt. So, 2 bis 7, nö, da haben wir einen besseren. Artillerie-Duell. Bleib stehen, du Lump. So ein bisschen wie auf den Jahrmarkt Enten schießen. Au. Nur, dass der hier hin und her ausweicht und nicht immer in eine Richtung fährt. Komm schon. Da bist du. Warum zum... Ah, schon besser. So, was haben wir hier? 4 bis 24, der kommt mal mit.
2 bis 7 hatten wir schon, wollen wir nicht. Falle wollen wir nicht. Gute. Und das nächste Auge. Und so ein Bläuling. Also irgend so ein Goblin oder Ork. Obwohl die waren in keiner Fantasy-Welt, die mir bekannt sind, blau. Und da haben wir unsere Kettenhose. Sehr schön. 7. Du kommst weg. Und hier war irgendwo noch ein Auge. Auge. Zack. Zack. Sehr gut. Ich bin schon richtig gespannt auf das nächste Level. Das müsste ja auch vom Design her dann anders aussehen. Oh, wir haben gerade über zwei Banden den Bläuling getroffen. Obwohl ich eigentlich das Auge dahinten treffen wollte. Genau dich. So, was liegt da hinten? Schön, ist ein grüner Trank. Zack, kein Raum. Nee. Also wir wissen, dass schwarz ein Gift war. Grün? Ach, grün war Arkan, genau. Jetzt haben wir wieder Platz. So, nehmen wir es mit. Wo sehen wir eigentlich unsere Buffs? Also, dass wir jetzt noch gerade Arkan sind. Hier nicht. Schade. Dann weiß man ja gar nicht, wann die auslaufen oder so. Ein wenig ärgerlich, aber na gut. Wenn wir irgendwann mit sehr vielen Magier konfrontiert werden, dann trinken wir einfach vorher ein. Oder zwei. Wow. Ein Amulett des größeren Schutzes und er macht weniger Schutz als das leichtere. Okay. Ein Brot gegen das Gift. Und Pfeil am Bogen gegen das Auge. Du kommst auch noch mit. Die Karte zurück. Es kann nicht mehr allzu weit sein zu der Treppe nach unten. Und dich wollen wir nicht im Nahkampf haben. Ganz und gar nicht. So, da hinten ist noch eine Fledermaus. Ein komischer Goblin. Stirb. Stirb. Oh, sehr schön. 1 bis 21. Das ist nicht wirklich viel. Da sortieren wir doch mal aus. Einen der grünen Tränke. Und den verbraten wir auch gleich. Oh. Das heißt, wir nehmen den Stab da raus. 4 bis 24, 1 bis 21. So, der kann gleich weg. Oh, was zu essen. Das muss auf jeden Fall mit. Noch ein grüner Trank weg. So. Irgendwie bekommen wir die echt hinterhergeworfen, die grünen Tränke. Oh. Fledermaus an der Wand. Fledermaus an der Wand. Und noch ein Blitzstab. Wir trinken mal einen lila Trank, gucken, was der macht. Oh, lila ist ein direkter Heiltrank. Also, Gold, regenerativer Heiltrank, lila, direkter Heiltrank. Leertaste ist aus Versehen angreifen. Was ist rot? Auch ein Heiltrank. Ich denke mal, einer von denen wird auch ein Gegengift sein. Ja, ich will gucken, ob das Aufladen mehr Ladung verbraucht. Nö, zieht auch nur einer ab. Sehr schön. Wow. Eine goldene Rüstung. Oder war das gerade irgendein Lichteffekt? 4 bis 24, du kommst da mal hin. Stab ist aufgeladen. Und Auge ist weg. Komm her, du Feigling. Komm her. Nicht ausweichen. Genau. Da ist gerade wieder eine Hose runtergeplumpst. Ja, die können wir nicht mehr finden. Na gut, gucken wir uns mal diese goldene Rüstung da an. Eine juwelenbesetzte Plattenrüstung mit weniger Rüstungsklasse als unsere. Außerdem, wie gesagt, Goldrüstungen sind immer so eine Sache, ne? 4 bis 24. Haben wir Platz? Ja, ein wenig. Zumal der Stab hier auch weg kann. 8 bis 28, 2 bis 22. Das ist der billigste, der kann zuerst weg. Ebene 7. Mal gucken. Und ja, es ist wieder dieses komische Level. Okay, reiß dich zusammen, Gerogon. Einfach schön Schritt für Schritt. Und es gibt nur einen Weg.
Das macht es mir einfach. Oh. Bzz, bzz. Oh, neuer Special Effekt. Fällt mir gerade so auf. Nicht in die Lava fallen, wäre auch ein Vorteil. Brutzel, Brutzel. Der ist cool, der Stab. Aber auch alle. 8 bis 28, 1 bis 21. Der kann mal weg. Die Musik wird auch gleich so aggressiv. Vielleicht ist das doch das Endlevel. Hm. Sieht sogar fast genauso aus wie letztes Mal. Ich kann mich auch letztes Mal erinnern, dass da so eine kleine Nische war, wo man hintenrum hinkommen musste. Da ist wieder die Tür. Ja, das sieht definitiv so aus wie letztes Mal. Au, au, die machen gut Schaden. Also war es wahrscheinlich doch kein Boss. So, ich habe einfach zu schnell zu viel Schaden bekommen. Käse. Stirb. Oh, Stab ist leer. Und erstmal schön hochheilen. Also du kommst weg. 4 bis 24. Du kommst in die Hand. Obwohl, wir können also mal auf den Bogen wieder umschalten. Wir haben ja noch 20 Pfeile. Nix. Sackgasse. Sagt die Karte. Die Karte sagt, hier ist das Geschnörkel wieder, was man nicht ordentlich erkennen kann. Und hier ist der Bogen. Ist der Bogen besser? 7 bis 14. Unser macht 8 bis 13. Also gleich. Oh, oh, oh. Nicht in Nahkampf. Nicht unnötig Schaden nehmen. Sehr gut. Du kommst wieder. 20 Pfeile. Oh, sehr schön. Da ist doch wieder der Schlüssel. Und dieser fiese Skelettmagier war hinter dem Tor. Das weiß ich noch. Also, du kommst jetzt mit. Dann gehen wir durch das Geschnörkel wieder durch. Machen die Tür auf und sind dann ultra vorsichtig. Dann sehen wir uns auch gleich die Heilschriftrollen in die Leiste und all so ein Kleinkram. Bereiten uns so gut es geht vor. Machen hier auch die ganze Umgebung erstmal sicher, dass wir nicht aus Versehen rückwärts in so ein Skelett reinlaufen. Noch mehr Pfeile, sehr schön. So, das müsste die Gegend hier gewesen sein. Gab es hier noch eine Abzweigung? Nö. Okay. Wir haben Flamme in der 2. Wir haben Heilung in der 3. Den Bogen. Jetzt sollten wir die besten Stäbe raussuchen. 8 bis 28 klingt gut. 8 bis 28 klingt immer noch gut. 6 bis 26. Nö. Also, 3 ist unsere Heilung. Sollten wir vielleicht 2 Heilschriftrollen nehmen? Ja, komm. 2 und 3 sind Heilung. 5 und 6 sind unsere Schadensdinger. Und die benutzen wir auch gleich. Nur für den Fall, dass wir sofort von diesem Ding angegriffen werden. E. So. Du bist nicht das böse Ding. Wow. Level up. Oh, sehr schön. Und ich hätte schwören können, die Tür wäre gerade wieder zugegangen. Hm. Also. Stab wieder in die Hand. Und guck. Okay. Eigentlich wollte ich die ja aufsparen für den Großen, aber ich will nicht jetzt schon wieder Lebenspunkte verlieren. So, da hinten ist doch was Böses. Genau, da kommt ein Magier. Und die Musik wird wieder böse. Oh ja, der schießt schwarz. Was zur Hölle? Wir waren voll. Okay. Jetzt haben wir wenigstens gelernt. Diese schwarzen Blitze, die ihr schießt, machen einen sofort tot. Selbst wenn man 22 Lebenspunkte hat. Das finde ich aber ganz schön garstig. Na gut, wir sind vorbereitet fürs nächste Leben. Wir wissen jetzt, wir müssen auf jeden Fall tierisch auf die Blitze aufpassen. Da helfen keine Spruchrollen und gar nichts. Einfach nur Stäbe in die Hand schießen und immer schön in Deckung bleiben. Aber na gut, das wie gesagt erst nächstes Leben. Jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns demnächst wieder. Bye bye.